اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geehrte Geschwister, Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht hat, wieder an einem Unterricht uns zu treffen, um in dieser Unterrichtsserie bei Al-Aqidah al-Tahawiyya fortzuführen. So machen wir gleich weiter bei dem 39. Punkt. قال الإمام التحاوي Rahimallahu ta'ala, Imam Tahawi rahimallahu ta'ala sagte hier: وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ. Yani hier spricht er mit Belaga. Er sagt, man kann nur fest im Islam sein, yani deine Füße sind nur fest in dem Islam. Du kannst nur fest in dieser Religion sein, indem du dich in die Ergebenheit stürzt. Dass du dich ergibst Allah subhanahu wa ta'ala und nicht versuchst, Allahs Worte nach deinen Gelüsten oder Interessen zu deuten, sondern du gibst dich den Worten von Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wenn Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam etwas gesagt haben, so ist das genau so zu nehmen, und dort, wo es mehrdeutig ist, ist zu schweigen. Ist zu schweigen. So sagte Ibn Abbas radiallahu anhuma: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. Spreche niemals gegen das Wort Allahs, sondern gegen die Koranverse, gegen das Buch Allahs und gegen die Praktizierung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt mehrdeutige Dinge, es gibt eindeutige Dinge. Er sagt das vor allem nach was? Nachdem er das Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Wir werden Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Er sagt, das reicht dir. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Es wurde dir gesagt, das was gesagt ist, wurde gesagt. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Beschäftige dich nicht mit dem Wie. Ergib dich Allah subhanahu wa ta'ala hin. Nur mit der Ergebenheit, dass du Allah subhanahu wa ta'ala dich ergibst, so wirst du fest in der Religion sein, sagt er. Und diesbezüglich gibt es einen sehr, sehr wichtigen Koranvers. Diesbezüglich gibt es einen sehr, sehr wichtigen Koranvers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Imran, in dem siebten Vers: وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah, er ist es, Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der euch das Buch entsandt hat. Und in diesem Buch gibt es Muhkamat, eindeutige Verse. Jeder von euch versteht diese Verse. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eindeutig. Eindeutig. Aber genauso gibt es وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٍ. Die, die nicht muhkam sind, die nicht eindeutig sind, diese sind mehrdeutig. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Was diejenigen angeht, die in ihren Herzen eine Krankheit haben, yani nicht sich ergeben können, Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. So sind das diejenigen, die die Krankheit in ihrem Herzen haben, die diesen Versen, die mehrdeutig sind, hinterhergehen, um Fitna, um Unstimmigkeiten hervorzubringen, um ihre Ta'wil, um ihre Erläuterungen, so wie es ihnen passt, nicht um die Religion zu verteidigen, nicht um Hak zu sprechen, sondern sie, wie sie es passt, damit sie das widerspiegeln, sagen, wir haben Recht, werden sie euch Erläuterungen bringen. Doch dies machen sie wegen Fitna, wegen Unstimmigkeiten. Sie haben Krankheit in ihrem Herzen. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Doch die Erläuterung von diesen mehrdeutigen Dingen kennt nur eins von Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Und diejenigen, die reif im Wissen sind, subhanallah, und das sollten wir sein, Reife besitzen, sagen, wir machen den Iman darauf. Wir machen den Iman darauf. Kullun min indi rabbina. Doch alles ist bei Allah, bei unserem Herrn. Alles ist bei unserem Herrn. Wama yadhakkaru illa ulil albab. Doch nur die, die Verstand besitzen, können diese Sachen begreifen. Nur diejenigen, die Verstand besitzen. Man braucht eine gewisse Reife. Und das ist wichtig, dass man diese Reife hat. Wenn man mit mehrdeutigen Sachen konfrontiert wird,
dann soll man die über die Erläuterung Allah lassen. Du bist nicht damit beauftragt, Allah beauftragt dich nicht damit, dass du die mehrdeutigen Sachen angehst. Es gibt Gelehrte, die diese Sachen machen mussten. Das habe ich euch auch gesagt. Es kamen Zeiten, wo Menschen gekommen sind und genau diese Ta'wil, den falschen Ta'wil gemacht haben. Es gibt einmal den Ta'wil, der dann berechtigt ist, von den Gelehrten, die das dann gemacht haben, um nach diesem Usul, nach diesen Richtlinien diese Sachen zu verteidigen. Für sie ist es berechtigt. Sie, in Betracht des Usuls der Religion, der Grundlagen der Religion, kann man, darf man das machen. Aber Leute wie ich, wie die Mehrheit der Muslime, das ist eine Sache, diese Ta'wil, für Großgelehrte. Für Großgelehrte, nicht für Leute wie uns. Es gibt eine ganz, um ein Praxisbeispiel zu geben, es gibt ein sehr, sehr, sehr berüchtigtes, in Anführungszeichen, Problem, was eigentlich kein Problem ist. Und zwar der Vers in Sura Al-A'raf, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich werde euch ein Beispiel geben, inshallah ta'ala, von Imam Qurtubi. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Das ist der 54. Vers in Suratul A'raf, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich, euer Herr Allah, الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, in 6 Perioden, und dann ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, und dann hat er, wer, Allah subhanahu wa ta'ala, den Istiwa auf den Arsch gemacht. Das ist zum Beispiel ein mehrdeutiger Vers. Ist nicht muhkem. Er ist nicht muhkem. Nun gehen manche Leute hin und streiten wegen diesem Thema. Doch die, die reif im Wissen sind, lassen diese Sachen Allah und beschäftigen sich nicht damit. Nur die, die Krankheit in ihrem Herz haben, gehen immer wieder in diese Sachen. Immer wieder in diese Sachen. Das sind, daran merkt man, ob jemand Krankheiten hat. Obwohl das, man, okay, man weiß, das ist mehrdeutig. Es gibt verschiedene Gelehrten, die gewisse Aussagen getroffen haben. So, wieso gehst du immer auf dieses Thema drauf? Das sind diejenigen, die immer in diese Themen reingehen. Das sind diejenigen, die Krankheit in ihrem Herzen haben. Wie es uns Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Vers gesagt hat. Woran sehen wir, dass diese Sache mehrdeutig ist? Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala sagt, dass die Gelehrten, وَذَكَرْنَا فِيهَا هُنَاكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًا, er sagt aus seinem Buch الْكِتَابِ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى, in diesem Buch sagte, dass die Gelehrten 14 verschiedene Aussagen treffen zu diesem Vers. 14 verschiedene Aussagen zu diesem Vers. Yani, es gibt verschiedene Meinungen. Danach sagt er, was die Mutaqaddimun darüber denken und die Mutaakhirun, yani die vorherigen Gelehrten, die späteren Gelehrten, die Salafus Salih, die Vorfahren, die allerersten Generationen. Erläutert diese Sachen und sagt dann eine sehr, sehr wichtige Sache, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Er sagt, وَإِنَّمَا جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْإِسْتِوَى. Er sagt, yani, wir sind... Er sagt, das Wie von diesem Wort Istiwa ist unbekannt. Wir können nichts dazu sagen, wir sind unwissend darüber. Wir sind unwissend darüber, was mit Thumma Istawa, hier mit diesem Istiwa, gemeint ist. Er sagt, wir können es nicht wissen. Das ist eine Klarheit. Das weiß, und das weiß jeder, der sich einen Tafsir zu diesem Vers gelesen hat. Wir können kein Wie, كيفيه الاستواء, wir wissen nicht, wie dieses Wie von diesem Istiwa ist. فَإِنَّهُ لَا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ. Die Tatsache von dieser Sache, was genau damit gemeint ist, weiß man nicht. Man weiß nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala mit Istiwa hier meint. Weiß man nicht. Die Haqiqa ist nicht bekannt. Kennt man nicht. كَمَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَى. So wie es Imam Malik rahimahu ta'ala sagte. الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ. Der Istiwa ist uns bekannt. Ya'ani, was meint ihr damit? فِي اللُّغَة. In der Sprache. Die Araber... Die Araber haben dieses Wort benutzt. So sagt er auch unten, وَالْإِسْتِوَاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. Istiwa in der Sprache der Araber, wie sie es benutzen, هُوَ عُلُوُ, ist die Erhabenheit, dass etwas erhaben ist. وَالْإِسْتِقْرَارُ, dass etwas sich niederlässt, dass etwas sich niederlässt, festsetzt. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ, oder Jauhari رَحِمَهُ تَعَالَ, sagt er, وَاسْتَوَى مِنَعْ وِجَاجِ, yani, dass etwas krumm ist und dann gerade wurde. Dann sagt man auch Istiwa dazu. Ja, etwas war schräg, krumm und dann wurde es gerade. Dazu sagt man Istiwa auch, sagt er. وَاسْتَوَى عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ,
Oder dass jemand Istiva auf den Rücken von einem Reittier macht, von einem Esel, von einem Kamel, von einem Pferd. Yani er setzt sich auf den Rücken drauf. Dass er drauf geht, ist, nennt man auch Istiva. Oder Wastawa ala sama, oder Istiva in die Himmel, sagt er. Und damit ist gemeint, ey Qasada, dass du was dich dahin zuneigst, dass du es möchtest. Qasad, yani, du nimmst die Absicht dafür, du möchtest das erreichen. So, das ist auch damit gemeint. Yani, wir sehen, und er geht noch weiter, gibt noch ein paar Beispiele, yani, viele Sachen. Und das ist das, was Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte. Er sagte, al-istiwa'u ma'lum fil lugha. In der Sprache ist es bekannt, benutzen die Araber. Sie benutzen es. Doch, wal-kayfu majhul. Doch das Wie ist unbekannt. Yani, es gibt kein Wie. Wir können nicht sagen, wie. Thumma istawa'a 'ala al-'arsh. Amanna. Fertig. Wir haben den Iman darauf. Doch wie? Was ist damit gemeint? Allahu a'lam. Denn es ist etwas Mehrdeutiges. Es ist etwas Mehrdeutiges. Majhul, unbekannt. Was-su'alu 'an hadha bid'ah. Und das Fragen danach ist eine Erneuerung, sagt er. Macht man nicht. Macht man nicht. Man lässt diese Sache so, wie es ist. Und dann sagt er, وَكَذَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. So wie es Umm Salama radiyallahu anha auch sagte. Wer war das? Die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ. Und das genügt, sagt er. Dass du das so machst, genügt. Man kennt dieses Wort zwar in der Arabischen, es ist kein neu erfundenes Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, es wird benutzt in der arabischen Sprache, doch aufgrund der Usul-Regeln tut man sich hier schwer, tut man sich hier sehr, sehr schwer. Und man muss in den Ta'wil gehen oder man muss schweigen. Denn wenn die Bedeutung, zum Beispiel Istiqrar, so wie es viele Leute machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich irgendwo, na'udhu billah ta'ala, niederlässt, wenn man die erste Bedeutung nimmt, dann schreibt man Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu, was gegen den Usul ist. Das, und deswegen haben die Gelehrten was gesagt? Schweigen. Denn du kannst auch nicht die erste Bedeutung nehmen. So, auch wenn man es übersetzt, dann sollte, muss man dort einen Kommentar machen und sagen, dass diese Sache mehrdeutig ist und nicht wörtlich zu nehmen ist. Und genauso sagt es auch Umm Salama radiallahu anha. Und wenn jemand dann ein Großgelehrter ist, so sagt er, وَمَنْ أَرَادَ زِيَادَةً عَلَيْهِ. Wer in diesem Thema mehr wissen will, so sagt er, فَلْيَقِفْ عَلَيْهِ فِي مَوْضِيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعُلَمَى. So soll er hingehen und die Gelehrten, die Bücher der Gelehrten darüber lesen. Die Gelehrten Bücher darüber lesen. Aber braucht ein normaler Muslim nicht zu machen. Leider ist das ein Streitthema geworden bei den Menschen, obwohl es kein Bedarf dafür gibt. Kein Bedarf dafür. Man muss nicht darüber streiten. Und der normale Muslim sowieso nicht. Die Großgelehrten können sich darum bemühen. Können sich darum bemühen, aber die normalen Muslime sollten sich damit begnügen, dass sie sagen, das sind mehrdeutige Sachen. Und es gibt verschiedene Lehrer. Und wenn dein Lehrer dir aus den Quellen von Ahlus Sunnati wal Jama'ati in diesen Usul-Rahmen, wenn da gewisse Leute Aussagen getroffen haben und du das so gelernt hast, dann hast du das zu akzeptieren. Und wenn der andere sagt, ich schweige darüber, dann hast du das auch zu akzeptieren. Aber hütet euch vor denen, die eine Aussage treffen und die erste Bedeutung nehmen, denn dann ist diese Sache sehr, sehr gefährlich, weil man Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreibt, was gegen den Usul ist, was wir noch lernen werden, inshallah ta'ala. Und er sagt doch, hier sagt dann Imam Tahawi rahimahu ta'ala, فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُذِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ. Wer ein Wissen erlangen möchte, was nicht möglich ist, so wie Istiwa, das beste Beispiel. Denn das Kaif ist Majhul, ist unbekannt. Und er sagt, wenn jemand so etwas versucht zu erlangen, du bist, gehst hin und versuchst unbedingt das zu erlernen, وَلَمْ يَقْنَعَ بِالتَّسْلِيمِ فَحْمُهُ, und sich nicht damit zufrieden gibt mit dem Verständnis der Ergebenheit, dass du sagst, ah, subhanallah, ist mehrdeutig, tamam, kein Problem, wir lassen so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagte. Die, wo reif im Wissen sind, die sagen, lassen wir diese Sache Allah subhanahu wa ta'ala, denn huwa al-alim, denn er ist der Allwissende. Wir überlassen das Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah erwartet von uns gar nicht mehr. Allah subhanahu wa ta'ala erwartet nicht von uns mehr. Wer sich damit nicht zufrieden gibt, hajabahu maramuhu an khalis al-tawhid, so ist, wird das immer ein Hindernis für ihn sein, um einen reinen Tawhid zu leben, um einen reinen monotheistischen Glauben zu leben. Wasafi al-ma'rifah, und ein reines Wissen zu besitzen. وَصَحِيْهِ الْإِيمَانِ, und einen gesunden Iman zu besitzen.
einen gesunden, reinen Iman zu besitzen. Subhanallah, das wird für ihn ein Hindernis sein. Wie gesagt, für die größeren Gelehrten, sie müssen sich gewissen Sachen widmen. Oder wenn gewisse Zeiten kommen, wo gewisse Erfordernisse da sind, dass man diese Sachen erläutern muss, sie müssen dem nachgehen, um den Tauhid zu schützen. Um den Tauhid zu schützen, um die Menschen vor dem Gift der anderen Menschen zu bewahren und müssen dann ein Ta'wil machen. Aber das ist dann ein Ta'wil, der erlaubt ist, der im Rahmen ist, der im Rahmen ist von dem Usul-Din, von den Grundlagen der Religion. Und deswegen sind diese Grundlagen sehr, sehr, sehr wichtig für euch auch, damit ihr dann kategorisieren könnt, wenn ihr ein Ta'wil hört, stopp, 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 das widerspricht hier einer Regel. Das sind sozusagen die Qawaid, das sind die Regeln, die wir wissen müssen. So sagt er dann, und فَيَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ, so jemand, der sich nicht damit zufrieden gibt mit dem, was Imam Qurtubi rahimahu ta'ala uns beispielsweise gesagt hat, das reicht dir. Er sagt, das reicht dir. Das hat sogar unsere Mutter Umm Salama rahimahullah radiallahu anha gesagt, das reicht dir. Wer das nicht macht, so bewegt er sich immer zwischen Kufr und Iman, zwischen Unglauben und Glauben. Also ein Gläubiger zu sein, ein Muslim zu sein und ein Kafir zu sein. Und zwischen Bestätigung und der Zuschreibung von Lüge. Yani, er macht ein Ta'wil und es kann sein, dass das, was er macht, er stützt sich zwar auf Koran und auch Sunna vielleicht, aber dass das eine Lüge über Allah ist. So ist er immer zwischen Allah eine Lüge zuzuschreiben und zu bestätigen. Denn einen anderen Anteil bestätigt er. Yani, er ist immer dazwischen. Wal-Iqrari wal-Inkar, und zwischen, okay, er bezeugt, und das Bezeugnis ist richtig, zwischen wieder Verleugnung. Denn mit einer gewissen Aussage treibt er wieder eine Verleugnung mit seinem Ta'wil. Muwaswisan ta'ihan shakan. Und so wird er immer in Waswasa sein. Er wird jemand sein, der immer Einflüsterungen bekommt und Zweifel haben wird. Der Teufel wird sich sehr viel mit ihm beschäftigen. Er wird in diese mehrdeutigen Dinge gehen und der Teufel wird viel in ihn einflüstern. Und er wird immer in diesen Einflüsterungen sein und immer zwischen Zweifel sein. Immer auch in Zweifel kommen, ja, in Zweifel über seine Religion. Und wir wissen, was Zweifel im Iman auf die hauptsächlichen Dinge darf nicht vorhanden sein. Denn du musst vollkommen bestätigend sein, zweifellos. La mu'minan musaddiqan. Er wird kein bestätigender Gläubiger, wahrhaftiger sein. Er wird niemals zu 100% richtig bestätigender Gläubiger, überzeugter Gläubiger zu sein. Wala jahidan mukadziban. Und so wird er aber auch nie ein vollkommener Verleugner sein. Subhanallah. Ein Verleugner sein. Yani, er schreibt sich den Muslimen zu, doch er geht in die mehrdeutigen Sachen und unbewusst schreibt er Allah gewisse Sachen zu, die nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala zutreffen. Und deswegen sagt er, sollte man sich wahr, was? وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ. Nur mit der vollkommenen Ergebenheit wird man in dieser Religion richtiger Mu'min, richtiger Musaddiq, richtiger Bestätiger, richtiger Gläubiger, richtiger Muwahid, richtiger Gläubiger, der nur einen einzigen reinen Tawhid hat. At-Tawhid al-Khalis, einen reinen Tawhid, einen Monotheismus hat. Und dann sagt er, وَلَا يَسِحُ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ الدَّارِ السَّلَامِ. Und er sagt, der Iman kann nicht gesund sein von den Paradiesbewohnern, لِأَهْلِ الدَّارِ السَّلَامِ, diejenigen, die im Paradies sein werden, لِمَنْ يَعْتَبَرَهَا minhum biwahmin, die dieses sehen. Wir haben gesagt, wir werden Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Wir haben das beschrieben, was hat er oben gesagt? Bighayri ihatatin wala kayfiyatin. Ohne dass wir Allah subhanahu wa ta'ala niemals umfassend mit unseren Blicken sehen werden können. Und wie dieses Sehen sein wird, Allahu alam. Wir haben gesagt, auch im Traum sehen wir gewisse Sachen, aber nicht mit diesen Augen. Yani, wir wissen nicht, wie dieses Sehen sein wird, Allahu alam. Aber wer versucht, dieses Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Gedanken vorzustellen, so wird er nicht einen reinen Iman in dieser Sache haben. So wird er nicht einen reinen Iman in dieser Sache haben. Oder versucht, mit seinem Verstand diese Sache sich zu erklären. Ja, eine Erklärung, er macht Ta'wil, er bringt Erklärungen und sagt, das wird wahrscheinlich so sein. Das ist wie gemeint, wie die Mu'tazila. Die Mu'tazila haben was gesagt? Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Er hat gesagt, ila rabbiha nadira, dass sie zu ihrem Herrn blicken werden. Ila, sie haben gesagt zu, damit ist gemeint zu den Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie haben sich auch hier auf die Sprache gestützt. Yani, sie haben Erklärungen aus der Sprache. Deswegen ist sehr, sehr wichtig. Genauso wie bei Istiwa. Yani, manche Leute nehmen das wörtlich und sagen, so ist die Sprache. Auch hier
ila rabbiha nadhira. Das haben sie auch mit der Sprache erklärt. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Bitte aufpassen. Und er sagt, so kann man keinen gesunden Iman haben. Er sagt, wenn man das mit seinen Gedanken versucht. إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًا يُضَافُ إِلَى رُبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ. Und er sagt, der Ta'wil in dem Sehen von Allah subhanahu wa ta'ala und der Ta'wil in allen anderen Angelegenheiten, was die Herrlichkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, ihn als Rabb betrifft, was all diese Ta'wil dazu betrifft, ist was? Der eigentliche Ta'wil, بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ, dass du das Erläutern verlässt und dich Allah dieser Bedeutung und sagst, Allahu A'lam, Allah weiß am besten, yani dich hingibst, dass du dich hingibst. Das ist die eigentliche Ta'wil, sagt er. Also wenn, dann so. Dass du dich hingibst zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn wa alayhi dinul muslimin, denn darauf basiert die Religion der Muslime, sagt der Imam Tahawi rahimullahu ta'ala. Und dann sagt er, wa man lam yatawaqqa an-nafy wa at-tashbih, und wer sich nicht davon hütet, schützt, nafy, yani Ablehnung zu begehen oder Allah etwas zu vergleichen, also einmal, dass du etwas ablehnst aus dem Koran, und das andere, dass Allah subhanahu mit etwas vergleicht, mit seinem Makhlukat, mit seiner Schöpfung vergleicht, wer eins von diesen Sachen sich nicht schützen sollte, zalla wa lam yusib at-tanzih, so wird er ausrutschen, so wird er niedergehen. Yani seine Religion wird nicht wird von ihm gehen. Yani seine Religion wird von ihm gehen. Denn sein Tanzih, selbst wenn er das macht, indem er Allah subhanahu wa ta'ala, was macht, indem er Allah subhanahu wa ta'ala freispricht? Denn sein Tensich wird nicht zutreffend sein. Subhanallah. Denn irgendwo ist ein Vergleich da und irgendwo ist eine Ablehnung da. Yani er wird zwischen Verleugnung und Iman sein. Subhanallah. Und der Iman muss vollkommen sein. Der Iman gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala muss vollkommen sein. Und deswegen wird sein Tensich nicht treffend sein. Selbst wenn er das macht, yani er macht etwas, wieder das Thema Istiwa, er macht etwas, um Allah subhanahu wa ta'ala zu bestätigen, aber dabei verfällt er in Tashbih, dass er Allah vergleicht, sein Tensich, dass er Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von etwas, was seiner Meinung nach nicht passend ist, wird nicht zutreffend sein, weil er Allah verglichen hat. Und genauso darf man nicht etwas ablehnen. Darf man nichts ablehnen. Deswegen ist diese Sache so kompliziert und nicht einfach. Das ist Aqidah, das ist sehr, sehr schwer. Yani, es darf nicht, hier sagt der Gelehrte, Khilaful Aqli wa Naqli. Es darf nicht gegen den Aql, den Verstand sein, und es darf nicht gegen die Offenbarungstexte sein. Weder darf es gegen die Offenbarungstexte sein, noch darf es gegen dein Verstand sein. Danach sagt er, فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَى مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ. Wahrlich, unser Herr, der Erhabene, besitzt die Eigenschaft der Einigkeit. Yani, er ist einzig. Er ist einzig in all seinen Eigenschaften, in seinem Wesen, in allem, was Allah subhanahu wa ta'ala zutrifft. Er ist erhaben über alles und einzig. Wahdaniyya. Eine in allen Sachen. Laysa ka sifatihi sifatun, wa laysa ka dhatihi dhatun. Deswegen haben wir gesagt, kein Wesen, keine Eigenschaft ist wie die Eigenschaft, das Wesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat das was? Bisifatil Wahdaniyya. Er hat die Eigenschaft, er besitzt die Eigenschaft der Einigkeit. Er ist einzig. Man'utun bi nu'util Fardaniyya. Auch hier Al-Fardaniyya ist ja, dass etwas einzig ist. Das einzig und allein. So, einzig und allein ist. Laysa fi ma'nahu ahadun min al-Bariyya. Und keiner seiner Geschöpfe ist wie er. Yani kein einziger Vergleich ist möglich, keine einzige Eigenschaft zu vergleichen mit der Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist möglich. Nichts und niemand ist wie Allah azza wa jalla. Wa ta'ala anil hududi wal ghayati. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist von Grenzen und Enden frei. Für ihn gibt es keine Grenze oder kein Ende, yani keine Örtlichkeit. Für Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Örtlichkeit, keine Grenze, keine Grenze, kein Ende, nichts. Und er hat keine Bestandteile, keine Körperteile, keine Organe, so etwas, keine Mittel. Sowas gibt es zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Sowas besitzt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Keine Körperteile, keine Organe, keine Mittel.
Sowas gibt es nicht. Keine Bestandteile. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Und die später erschaffenen sechs Richtungen, yani die verschiedensten Richtungen, die gemacht werden, wurden von Allah subhanahu wa ta'ala in unserer Erde. Norden, Osten, Süden, oben, unten, rechts, links, all diese Sachen. Die Erde, die Himmel und all diese Sachen wurden später erschaffen und können niemals Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen. Können niemals Allah subhanahu wa ta'ala einnehmen. Yani er ist nicht von seiner Schöpfung einnehmbar. Er ist nicht von seiner Schöpfung annehmer wa ta'ala an. Er ist erhaben von all diesen Dingen, sagt Imam Tahawi rahimahu wa ta'ala. Yani es ist nicht gestattet, Allah subhanahu wa ta'ala einen Ort zuzuschreiben. Da Imam Tahawi rahimahu wa ta'ala hier in diesem Usuluddin sagt, was? Dass er frei von all diesen Sachen ist. Und das ist dann die Grundlage, warum die Gelehrten nicht die erste Bedeutung beispielsweise bei Istiwa genommen haben. Und wie gesagt, das muss uns genügen, wir müssen nicht tiefer reingehen. Und wie gesagt, wenn Leute sich dann sehr tief damit beschäftigen, dann gibt es die Bücher der Gelehrten. Und trotzdem ist es für die normalen Muslime was, von meiner Seite definitiv abzuraten und nicht zu tief zu schrauben. Danach sagt er, وَالْمِعْرَاجُ حَقٌ. Und auch der Mi'raj, yani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Allah subhanahu wa ta'ala hoch ist, seine Nachtreise nach Isra, dass er von Masjid al-Haram nach Masjid al-Aqsa gegangen ist und dass er von Masjid al-Aqsa zu Allah subhanahu wa ta'ala dann ruj, yani hoch zu Allah subhanahu wa ta'ala geholt worden ist, ist wahr. وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَذَةِ إِلَى السَّمَاءِ. Und er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinem Körper, mit meinem Körper, so wie ich hier bin, nach Masjid al-Aqsa, den Isra hatte, die Nachtreise hat, mit seinem Körper wach mit seinem Körper nach Masjid al-Aqsa gegangen ist und von dort zu Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Körper, das ist sehr, sehr wichtig. ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَىٰ. Und dann, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte, hoch zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen ist. So ist er dann über die ganzen Himmel zu Allah azza wa jalla. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ. Und er wurde dann dort von Allah subhanahu wa ta'ala geehrt, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Yani er hat seine Gaben ihm gezeigt. Er hat seine Gaben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt. Denn eine Mu'jiza ist da passiert. Ein Wunder ist dort stattgefunden. وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى. Und er hat ihm dann dort Offenbarungen gegeben, die er gegeben hat. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Und so wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagte, das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam, yani seine Gefühle, sein Herz, hat das, was er gesehen hat, nicht verleugnet. Hat das, ma kathaba, hat es nicht verleugnet. Wa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula. Und der Segen soll auf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, im Jenseits und auch im Diesseits. Yani, der bekannte Vers in Suratul Isra, wo Allah Azza wa Jalla sagt, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjid al-harami ilal masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Yani, ila akhir al-ayah. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi, der ist frei von Fehlern, von falschen Eigenschaften, schlechten Eigenschaften, der Bezug ist auf Allah, der asra bi'abdihi laylan minal masjid al-harami ilal masjid al-aqsa. Der seinen Diener, und hier haben die Gelehrten gesagt, wegen Abdihi, sein Diener. Abd sagt man zu jemand Seele und Körper. Dann sagt man zu jemand Abd, yani der Diener. Der Diener hat einen Körper und einen Geist. Und deswegen haben die gesagt, das ist auch ein großer Beweis dafür, dass es mit dem Körper ist. Da ist manche Überlieferungen diesbezüglich kamen. Doch die Gelehrten sind sich danach einig gewesen, dass dies mit seinem Körper passiert ist. Yani nicht nur mit seiner Seele, so wie es im Traum ist oder so, nicht ein Traumzustand, sondern mit seiner Seele. Denn unsere Mutter Aisha radiallahu anha hatte in dieser Sache etwas anderes überliefert gehabt, aber sie war noch viel zu jung, um diese Sache bewerten zu können. Und vielleicht auch hier als Information, yani es gibt 17 verschiedene Ansichten, wann dies stattgefunden hat, Allahu alam. Aber es war definitiv in Mekka. Aber es gibt 17 verschiedene Ansichten, dass man das einfach so mal gehört hat. Und das ist nachts passiert, Leylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Nachts hat der Prophet mit seinem Körper in einer Art von Wunder, mit seinem Körper, mit seinem Geist, mit seinem Körper
wach, in einem wachen Zustand wurde er zu Allah subhanahu wa ta'ala zuerst nach Masjid al-Aqsa, nach Jerusalem, von dort zu Allah subhanahu wa ta'ala, so wie es Allah azza wa jalla wollte, wurde er erhöht in die Himmel und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dort gewisse Gunst erwiesen, hat dort ihm eine gewisse Gunst erwiesen und ihm dort gewisse Sachen gezeigt, informiert, gewisse Offenbarungen gegeben und. Ja, und das ist vielleicht mal ein Unterricht, wo man machen kann, speziell über diese Themen. Aber hier in Aqidah gehen wir einfach die Punkte durch und schauen, was fest in der Aqidah, in den Grundlagen der Religion ist. Danach sagt er, وَالْحَوْدُ Danach sagt er, وَالْحَوْدُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَ بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ Der Haud von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, der ihm auch von Allah azza wa jalla als eine Gunst erwiesen worden ist, ist wahr, womit er غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ womit er seine Umma damit helfen wird. Womit er seine Umma mit dieser Sache helfen wird, mit diesem Bach, mit diesem, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, Nahrun fil Jannah, yani ein Fluss, ein Bach, ein See, Allah alam, weil es sehr, sehr groß ist. Es wird Wasser sein, es wird groß sein. Dieses Haud wird dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehören und damit wird er seine Umma helfen. So heißt es im Sharh al-Aqaid, wal Haud haqqun, der Haud von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, yani dieses Teich, dieses Bach, dieses große Wasser, yani, diese große Wasserfläche, yani, ist wahr, لقوله تعالى, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagte, inna a'tainaka al-kawthar. Wahrlich, wir haben dir Kawthar gegeben. Deswegen sagen auch viele Haudul Kawthar, yani der Bach, dieses Becken von Kawthar. Dieser Vers deutet darauf hin und in der Erklärung von diesem Vers finden wir auch, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier zu Al-Kawthar, das sagt der Nahrun fil Jannah, dass das eine Sache sein wird, die dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam im Jenseits gegeben wird. Genauso wie liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, haudi, mein Becken ist ein Monat Weg lang und auch ein Monat Weg breit. Ja, es wird sehr, sehr groß sein. Es wird sehr, sehr groß sein. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, wie man es definieren sollte, ob See zutrifft oder Allahu alam. Ja, es wird eine Wasserstelle sein. Es wird sehr groß sein. Ein Monat Weg nach vorwärts, ein Monat, yani das ist in Worte gefasst von dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, وَمَاؤُهُ أَبْيَدُ مِنَ اللَّبْنِ yani sein Wasser von ihm wird weißer sein als Milch. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ und der Geruch von ihm wird schöner sein als Misk. Misk war ein sehr, sehr bekannter, schöner Duft. Er wird noch schöner sein als dieser Duft. وَكِيزَانُهُ أَكْثَرُ مِنْ نُجُومِ السَّمَاءِ und die Krüge, die Wasserkrüge dort, woraus man trinken wird, diese großen Krüge, da werden mehr Krüge sein sozusagen von diesem, als die Sterne. Man wird dort so viele Wasserkrüge sehen, yani dass es für jeden reicht, da wird viel Wasser sein. Yani dass die Umma sich reichlich dort bedienen kann. Und وَمَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَذْمَأُ أَبَدًا und wer daraus trinken wird, so wird er auf ewig keinen Durst bekommen. Subhanallah. Yani so wird das von Allah subhanahu wa ta'ala dann sein. وَالْأَحَدِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ und diesbezüglich, sagt er, gibt es sehr, sehr, sehr viele Überlieferungen. Yani, dass es wahr, es wurde uns überliefert. Diese Überlieferung ist beispielsweise einmal bei Bukhari und auch bei Muslim überliefert. Yani es ist authentisch uns überliefert worden, deswegen ist das auch in die Aqida mit aufgenommen worden. Danach sagt er, وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي إِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ und die Fürsprache, was er geheim gehalten hat, für sie ist auch wahr. Ist auch wahr. Yani der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder Prophet hat eine Dua, hat ein Bittgebet und mein Bittgebet habe ich für das jüngste Tag aufgehoben, wo ich meiner Gemeinschaft die Fürsprache einlegen werde, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, auch authentisch uns überliefert worden. Und er sagt hier, diese Fürsprache ist wahr, diese Fürsprache wird eintreten, kama ruwiya fil akhbar, so wie es uns berichtet worden ist, so wie es uns berichtet worden ist. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Yani meine Fürsprache ist für die großen Sündiger meiner Umma. Yani ich werde für diese großen Sündiger
die diese Fürsprache brauchen werden, für sie werde ich Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala einlegen. Und er sagt hier, wa huwa mashhurun, und diese Überlieferung ist, yani mashhur bedeutet berühmt, ich habe es auch im letzten Unterricht gesagt, mashhur. Aber in der Hadith-Wissenschaft, wenn man hört, wenn ihr liest, vielleicht ist das interessant für euch, wenn ihr liest mashhur, eine Überlieferung ist mashhur, dann bedeutet es, dass es in jedem Tabakat mindestens 3 Leute überliefert haben. Yani von den Sahaba, von den ersten, die es von dem Propheten gehört haben, mindestens 3 Sahaba haben es überliefert. Danach von der zweiten auch mindestens 3, von den Tabi'in und so weiter. Und dann danach zum Beispiel kommt Bukhari, Muslim und. Und dann sieht man, okay, auch Bukhari hat es überliefert, auch Muslim hat es überliefert, auch Abu Dawud hat es überliefert. Yani mindestens 3 oder mehr. Wenn in jeder Generation mindestens 3 oder mehr Leute diese Sache überliefert haben, es muss aber in jeder Reihe sein, dann sagt man dazu Meshur, berühmt, yani wörtlich gesagt berühmt, aber in der Hadith-Wissenschaft versteht man, okay, yani es ist so eine Überlieferung, die immer von 3 Leuten mindestens überliefert worden ist. Und er sagt, dies ist so eine Überlieferung, yani es ist eine starke Überlieferung. Und er sagt, sogar die Bedeutungen von den Überlieferungen in dem Kapitel Shafa'a, yani Fürsprache sind mutawatir, sind sozusagen zweifellos, yani zweifellos kann man, glaube ich, dazu sagen. Yani, sie sind mutawatir, bedeutet, yani, sie sind so stark, diese Überlieferungen, nach den Kriterien, dass es keinen Zweifel in der Wahrheit dieser Sache gibt. So stark sind sie, sagt hier Imam Nasafi, rahimallahu ta'ala. Aber vielleicht hier eine Anmerkung. Es gibt auch hier in dem Thema Leute, die gerne streiten und gewisse Sachen verleugnen müssen und sagen, ja, wie ist es, kann ja jemand machen, was er will und danach ist alles gut. Nein, so ist das nicht. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt einmal in der Ayat al-Kursi, die wir alle kennen, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Yani niemand wird an diesem Tag, wer will euch die Fürsprache anlegen an diesem Tag, illa bi'idhnihi. Außer Allah subhanahu wa ta'ala, er hat es ihm erlaubt. Außer mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wir sehen, es wird keine Fürsprache geben, außer dass Allah azza wa jalla zulässt. Yani wenn es nicht so wäre, dass Allah es gar nicht zulässt, wenn er es gar nicht zulassen würde, die Shafa'a, die Fürsprache, und jeder für sich alleine gestellt ist, so würde nicht Allah sagen, illa bi'idnihi. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch an einer anderen Stelle, يَوْمِ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Er sagt, يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. Yani niemand wird an diesem Tag, yani am jüngsten Tag, einen Nutzen von der Fürsprache von jemand anders haben. Und hier wieder إِلَّا, außer wer? مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ, außer dass er die Erlaubnis von dem Barmherzigen Allah hat. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Und dass man mit seinem Ausspruch zufrieden ist. Und dass man mit seinem Ausspruch zufrieden ist. Was damit gemeint? Ja, nee. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem die Erlaubnis gibt, die Fürsprache einzulegen, so wird er einlegen dürfen. Wenn Allah ihm dieses Recht gibt. So wie dieses Recht auch dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben wird. Und dann ist die zweite Bedingung, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Und man muss mit dem, was er gesagt hat, zufrieden sein. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt in dem Tafsir zu diesem Vers, dass dieses, was er gesagt hat, لا إله إلا الله. Yani, er muss mit dem Tawhid, als Muslim sterben. Er muss als Muslim sterben, als jemand, der لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah sagte. Wenn er nicht als Muslim stirbt, dann wird die Fürsprache für ihn nichts bringen. Dann wird es nichts bringen. Die Bedingung ist, dass er mit Tawhid als Muslim stirbt. Und dafür gibt es Asbab. Wir müssen uns an unsere Religion halten, wir müssen nach der Sunna leben. Und mit dem wird Allah subhanahu wa ta'ala uns so recht leiten, dass wir ohne Nifaq, ohne Krankheit im Herzen, ohne Unglauben, ohne Verleugnung, wegen der Teile sterben werden. Und selbst wenn dann große Sünden da sind, aber du mit Tawhid gestorben bist, als Muslim gestorben bist, so wird der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für die Fürsprache einlegen können, denn Allah sagte, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Die Bedingung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit deiner Aussage zufrieden ist. Und das ist La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jetzt gibt es dann manche, die sagen, ja, aber sagt dann nicht Allah subhanahu wa ta'ala in Sura Mudassir im 48. Vers, فَمَنْ تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ الشَّافِعِينَ. Doch ihnen wird die Fürsprache der Fürsprache Einlegenden nichts bringen. So, wird ihnen nichts bringen. Doch, das sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber hier damit sind die Kuffar gemeint. Yani,
Auch wenn der Prophet sallam aus jemand seiner Umma, die Schafa, für seine ganze Umma spricht und jemand denkt, er gehört zu dieser Umma, aber mit Schirk und Kufr stirbt, so wird diese Schafa für ihn nichts bringen. Wird abgelehnt, denn Allah ist nicht mit seiner Aussage nicht zufrieden. Ja, man muss das im Kontext sehen. Du musst als Muslim sterben, als jemand, der La ilaha illallah Muhammad und Rasulullah sagte, im Herzen festsitzt und das auch, was? Und diesen Glauben auch in sich geschützt hat, nach diesem Glauben gelebt hat, so wird der Gesandte sallallahu alaihi wasallam für dich die Schafa einlegen. Und man sieht hier tatsächlich, weil Allah sagt, Es-Shafi'in, es wird Menschen geben, die die Schafa einlegen werden. Denn Allah wird es gewissen Leuten erlauben. Und so ist diese Sache gemeint, damit wir wissen, wenn wir mit solchen Texten konfrontiert werden, um was es dabei geht. Und dann nochmal noch einen Punkt, inshallah ta'ala. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. Und auch dieser Mithaq, yani dass Allah subhanahu wa ta'ala von Adam alayhi salam und von allen Menschen ein Versprechen genommen hat, ist wahr. So wie es Allah azza wa jalla sagt, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Yani jeder von uns, Allahu alam, wie dieses Geschehen war, den Kaif kennt nur Allah azza wa jalla, wie dieses war. Als Allah subhanahu wa ta'ala alle Menschen erschaffen hat, hat er von allen Menschen, zuerst Adam a.s. und so, von ihm, alle anderen Menschen, als er sie erschaffen hat, wir hatten sozusagen ein Versprechen abgegeben, wo Allah azza wa jalla uns fragte, Alastu bi rabbikum, bin ich denn nicht euer Herr? Und wir sagten, alle qalu bala, natürlich, doch, du bist unser Herr. Du bist unser Herr. Danach sind wir auf die Erde gekommen und das war dann in unserer Futra. Das war dann immer in unserer Futra drin. Deswegen ist das der Islam in der Futra eines Menschen drin. So wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ma min mauludun illa yuladu ala al-futra. Ja, es gibt kein Kind, das auf die Welt kommt, außer dass es mit der Futra ist, mit dem, dass er ein Versprechen zu Allah azza wa jalla gegeben hat und seine Seele immer zugeneigt ist zum Islam. Ja, wenn jemand sein Herz öffnet, so sieht er ganz einfach, dass das die Wahrheit ist. Denn er wurde mit dieser Futra erschaffen. Er erkennt, dass es eine Gottheit gibt. Er ist auch immer auf der Suche nach dieser einen Gottheit, die ihm Zufriedenheit gibt. Ja, dies ist in dem Herzen von uns jedem drin. Das liegt in unserer Futra. Durch dieses Versprechen, was wir gegeben haben. Doch wir haben diese Stelle, wo dies passiert ist, hat uns Allah vergessen lassen, so wie es Imam Taftazani rahimahu ta'ala erklärt. Er sagt, Allah hat uns das vergessen, damit die Wahrheit stattfindet, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Dass wir Menschen sind, die den Ghaib, den Iman macht. Denn wenn alles klar wäre, dann wäre keine Prüfung mehr da. Du hast es gesehen, du hättest gar keine Prüfung mehr. Doch das war dann die Prüfung, damit das zutrifft, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Dass wir Menschen sind, die den Iman gegen das Verborgene haben, haben wir diese Stelle, wurde uns vergessen gelassen, aber es liegt in unserer Futra, denn es hat stattgefunden. Es liegt in unserer Futra, es hat stattgefunden und dieses Versprechen nennt man Al-Mithaq, Al-Mithaq und das ist auch wahr, sagt Imam Tahawi Rahimallahu Ta'ala. Und inshallah ta'ala machen wir dann im nächsten Unterricht bei dem Punkt 50 weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von seinen vollzüglichen Dienern machen. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.